Willkommen zurück in Minecraft. Ja, was machen wir heute? Da kann eigentlich gar nichts drin sein, wo ich reinschaue. Da kann ich was wegsortieren. Oh ja, da, da war ja mal was. Achso, wisst ihr was? Ich habe noch das Problem, dass ich noch nicht viel Platz habe, um die Sachen wegzupacken. Und ich bin wirklich am Überlegen, ob ich nicht ein größeres Haus baue. Also ein größeres Haus mit einem großen Stall, damit auch die Tiere unterkommen. Weil das ist ja keine artgerechte Haltung hier. Das geht ja mal gar nicht. Ich meine, die Hühner, die würden auf dem Platz vielleicht noch zurechtkommen. Aber 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ja, 25 Quadratmeter ist jetzt nicht so klein. Für die Hühner geht das, aber für die Kühe ist das zu klein. Das geht nicht. Ja, und das Schwein sowieso, also. Ja, kurz. Also da brauche ich einen großen Stall. Die Katze schaut mich mit dem Arsch nicht an. Was? Nam, 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 nam. Ich hole mal. Ich könnte hier eigentlich ein bisschen aufschütten. Ja, das werde ich jetzt wohl machen. Ein Farming Terrier hat ja ein bisschen zusammengetragen. Naja, so viel ist es gar nicht mehr. Es geht halt schnell weg. Wie viel habe ich jetzt? 19, 11 Stacks. Die werden gerade schnell weg sein, die werden zählen. Die sind ganz, ganz schnell, sind die Stacks weg verbaut. Und es soll dann natürlich aussehen. Das Leitmotto hier des Let's Plays soll natürlich aussehen. Brauche ich hier einen Weg runter? Eigentlich nicht unbedingt. Ich habe ja hier einen über die Schlucht, wo ich dann so eine kleine Brücke machen will. Und da könnte ich ja dann am Wasser entlang gehen. Also brauche ich hier jetzt nicht unbedingt darauf achten, dass man da schön runterkommt. Wieder was im Inventar, was ich nicht will. So schnell geht das. Ja, ein Stick ist schon weg. Ich will den Baum nicht abreißen, also muss ich das Ganze so machen. Naja, es soll ja natürlich aussehen. Okay. Warum fehlt genau hier? Naja, was soll's. Ich wollte aufschütten. Warum wollte ich da aufschütten? Ich wollte aufschütten, damit ich den Weg drumherum machen kann. Aber ich hatte doch auch vor, einen Garten zu machen. Den wollte ich doch auch hier machen. Deshalb überlege ich jetzt gerade. Jetzt passt mal auf. Ja, ich sortiere im Kopf schon wieder alles um. Ich weiß, ich weiß. Aber ich könnte hier ja eine... Muss der Baum vielleicht doch weg? Ich meine, ich pflanze wieder welche an. Wenn der weg muss, muss der dann vielleicht auch weg. Aber ich will jetzt hier nicht alles wegmähen. Also da wäre die Grenze zwischen den zwei Bäumen. Dann lasse ich nämlich den hier mal stehen. Muss ja nicht immer alles gleich weggemacht werden. Und dann würde ich da eine kleine Mauer machen. Also nicht viel. Das wird jetzt nichts Wuchtiges. Nur so ein bisschen. Dann würde ich aufschütten. Dann würde ich gerade ziehen, dann würde ich wieder ein bisschen aufschütten, oben den Weg machen. Und da, wo dann quasi eine Fläche entstanden ist, würde ich so einen kleinen Garten hinmachen mit Picknickplatz oder mit Lagerfeuer, irgendwie sowas.
Irgendwie so halt. Trotzdem ist noch schön. Bricks. Ich weiß jetzt nicht, wie viele ich brauche. Ich will jetzt nicht so viele machen. Ich komme dann lieber 10-mal zurück und hol mir was nach. Und hier würde ich besagte Wand. Na. So. Ich würde das hier so abfallen lassen. So natürlich. Ich meine, von unten kommt man eh nicht hoch, also Monster kommen hier nicht hin. Apropos Monster. Ich habe noch was ganz anderes vor. Ich habe noch was ganz Geniales vor. Dazu müsste ich eigentlich wieder ein bisschen angeln gehen. Aber das ist halt nicht sonderlich interessant. Das müsste ich vielleicht mal mit einem Zeitraffer machen, weil... Also angeln... Ich finde Angeln so, wenn ich selber mache, schon relativ langweilig, aber dann auch noch zuschauen beim Angeln. Okay. Hoppla. So. Damit die Mauer nicht einfach nur auf dem Dreck steht. Das finde ich nämlich hässlich. Wie weit ich das mache, weiß ich jetzt noch gar nicht so genau, aber so weit auf jeden Fall mal. Ziehe ich sie noch eins hoch? Ja, aber ich würde hier einen Slab machen. So. Dann kann ich hier auffüllen. Oder werde ich noch viel Erde brauchen? Was mache ich? So. Ja, so ist das gut, denke ich. Ich doch einen kleinen Weg nach unten. Das finde ich aber eigentlich dann auch ganz hübsch. Aber der Weg führt halt dann hier nirgendwo mehr weiter, sondern der führt halt nur in den Garten. Dann müsste ich, wenn ich jetzt am Rand ein, zwei Bäume haben will, müsste ich die vielleicht pflanzen. Bevor ich hier noch weiter baue. Sonst wachsen die mir am Ende nicht, weil ja. Sind da so schüchtern, wenn was in der Nähe steht? Die wollen nicht wachsen, wenn da was dabei zuguckt oder so. Eine Mauer oder sowas. Oder auch nur ein Dirtblock. Hey. Dann würde ich, guck mal, da hätten wir doch glatt mal zwei. Jetzt komme ich natürlich nicht mehr hoch. Dann würde ich nämlich tatsächlich hier und hier einen schon pflanzen. Ich habe ganz viele Ideen. Wenn ihr wüsstet, wie viele Ideen ich habe. Das ist so schlimm. Gedankenchaos. Jetzt ist auf jeden Fall das Loch hier mal zu. Bäumchen, musst du weg oder musst du nicht weg? Ich will ja eigentlich nicht die ganzen Bäume wegmachen, aber andererseits will ich hier bauen. Da denke ich dann immer, manchmal ist es halt doch gut, einfach auf einer Ebene zu bauen und dann alles terraformmäßig selber zu machen. Ich habe ja mal eine ganze
Insel hochgezogen im Meer. Also einfach so. Man muss dabei gewesen sein. Ah, jetzt komme ich hier nicht mehr hoch. Jetzt habe ich sowas von schlau gemacht. Und dann, ich sehe hier, wenn ich hier hinschaue, dann sehe ich hier einfach einen Weg, der runterführt. Hier mal eben auf. Ich glaube, ich werde jetzt den Weg hier rum erstmal machen, dann den Weg runter und dann werde ich das, was hier ist, einfach an das anpassen, was ich bis dahin verbrochen habe. So, und dann hätte ich natürlich hier außenrum durchaus noch wenigstens eine Schicht Grasblöcke. Dann, wo geht's dann darunter? Eigentlich möchte ich hier, eigentlich könnte ich hier schon direkt Mauer machen. Das fände ich jetzt gar nicht schlimm. Dann könnte ich das hier alles wegmachen. Da habe ich dann ziemlich viel Platz, denn, pass auf. Ich habe doch die Baumfrüchte mitgenommen. Also nicht die Baumfrüchte, die geernteten Früchte, sondern quasi die Blöcke, aus denen die wachsen. Und da habe ich mir gedacht, dass ich da einen schönen Baum in meinen Garten mache. Garten? Kennen den Satz mit Wahnsinn? Und ich mache einen Baum, wo halt von jeder Frucht eins so ein Fruchtblock dranhängt. Ich habe doch schon mal gemacht, das sieht richtig fancy aus. Und dann hätte ich halt von jeder Frucht dauerhaft hier bei mir zu Hause. Das wäre doch was. Und da dachte ich mir eben, deshalb habe ich hier überlegt, ob ich da die Bäume hinmache oder nicht. Wenn ich den Baum hier irgendwo hinmachen will, dann brauche ich doch ganz schön viel Platz. Pass mal auf. Ich möchte hier an dem Platz, der von hier geht, bis vielleicht so da. Ich möchte den Baum da haben, ich möchte den Picknickplatz da haben, ich möchte vielleicht zusätzlich das Lagerfeuer haben und ich hätte gerne einen kleinen Wasserfall. So, das ist eine ganze Menge für so wenig Platz. Deshalb wird der Baum auch noch weg müssen und ich werde es noch ein bisschen ausdehnen müssen. Aber ich glaube, das geht schon. Das geht. Ich glaube, dass das gut aussehen kann. Und hier könnte ich nach wie vor noch Mauer hinmachen. Was ich jetzt mit der Mauer mache, ich meine, an eine Stelle kommt dann quasi der Wasserfall raus in einen kleinen Teich rein. Und ansonsten könnte ich ja so viel Platz, wie ich habe, könnte ich da eine kleine Tür reinmachen. Da habe ich nämlich nochmal was vor. Denn ich will ja keine Monster bei mir zu Hause haben, ist klar. Und ja, ich könnte einfach überall Fackeln aufstellen, dann ist es hell, dann spawnt nichts. Aber die Monster würden ja, wenn sie mich irgendwie wahrnehmen, trotzdem zu mir kommen. Es gibt aber bei Eidolon ein Ritual. Wenn man das macht, dann hat man da diesen Kessel stehen, wie da, wie ich an der Mobfarm habe. Und so wie an der Mobfarm dann über diesem Kessel dieses Zeichen erscheint und die Sachen da reingesogen werden, so wird das dann bei dem anderen Ritual auch gemacht. Nur bleibt das Zeichen so lange, bis ich den Kessel abbaue. Den kann ich ja theoretisch einfach nie abbauen. Guck mal, da oben tanzt mein Äffchen. Mein Fensteräffchen. jedenfalls vertreibt das die Monster. Soweit ich gesehen habe, alle. Also es hat bisher alle vertrieben, die ich auch vertrieben haben wollte. Und die Monster laufen dann halt weg vom Haus.
Versteht ihr? Dann kann ich zwar so ein bisschen Licht da haben, aber ich muss nicht alles zugleistern mit Fackeln, weil die Monster von alleine weglaufen vor mir. Ich meine, das tun sie natürlich, wenn ich sie anstarre auch. Das dachte ich, das wäre eigentlich kein schlechter Plan. Vor allem, nachdem ich jetzt hier überall die Fackeln gerade wegschlage. Wisst ihr was? Das ist eigentlich überhaupt nicht schlimm. Was ich hier verunstalte, weil man das nicht sieht, weil Bäume davor sind. Dann mache ich hier die Treppe tatsächlich auch komplett steil nach unten, damit ich so viel Platz wie möglich einspare. Ja, genau. Jetzt ist die Frage, mache ich hier nochmal eine Mauer hin? Ist natürlich nicht die schönste und eleganteste Lösung. Oder versuche ich da das Ganze so zu machen und hier einfach nur ein paar Blumen hinzusetzen und Gras, und es ist halt, wie es ist. Ich könnte hier ja dann auch noch Blumen hinsetzen oder Blumenstöcke. Also diese die großen Blumentöpfe und vielleicht gemischt mit kleinen. Ja. So. Dann ist die Frage... Ach, ich mache es hier auch mit Holz. Oder mache ich es damit? Nein, ich mache es auch mit Holz. Wie viele habe ich denn da? Die brauche ich nicht. Die brauche ich, aber die werden nicht reichen. Da kriege ich auch nur 4 zusammen. Dann musste ich schlafen. Wegen der kichernden Augen, wegen der blöden. Ich hasse kichernde Augen. Ja, ja. Huch, war da gerade was? Na, vielleicht habe ich mich versehen. Na, die reichen nicht. Ich bin sehr sparsam mit solchen Dingen, merke ich. Also ich bräuchte noch 2 und da mache ich Slabs hin. Huch, nein. 2 reichen, dankeschön. Wie sich das hier verändert, das ist schon krass. Ich muss irgendwann mal ein Vorher-Nachher-Filmchen drehen, wie es hier vorher aussah. Und danach ist der Berg halt einfach weg. Warum kann ich da nichts setzen? Ich kann da nichts hinsetzen. Hä? Ja. Okay. Es möchte gebeten werden. Ich mache das jetzt mal so. Ich bin mir noch nicht sicher, ob mir der Platz reicht. Aber dann kann ich mir das mal anschauen. Ah, schaut, da ist jetzt die Eiche gewachsen. Und ich glaube... Ich glaube, ich kann damit leben. Ich werde mir vielleicht noch ein paar Büsche holen und hier alles zumachen, sodass es... das, wie so ein Sichtschutz. Ich meine nicht, dass hier irgendwer rumlaufen würde, der da mir was weggucken könnte. Aber das fühlt sich dann etwas geborgener an. Also, ich wollte das bis hierher machen. Ja, da muss der Baum weg. Das, ja, ja, immer diese Worte so. Ich lasse mal stehen. Ich möchte eigentlich nicht zu viel wegfällen. Ja, da muss der Baum weg. Sollte ich mir ein T-Shirt drucken lassen. Und hier kann ich eigentlich auch gleich alles so lassen? Vielleicht mache ich... Also...
Ich meine, dann kann ich halt hier rumlaufen. Das stört jetzt nicht wirklich. Andererseits, wenn ich hier wirklich rumlaufen will, dann hätte ich gerne etwas mehr Platz dafür zum Rumlaufen. Komm schon. Ich komme da ran. Ich komme da von hier aus ran. Na komm schon. Komm schon. Ich weiß, ich mach's jetzt gerade zu, aber dann ist halt zu. Oder? Mach ich's einfach komplett zu? Ich meine, will ich da überhaupt rein? Ich habe da irgendwann mal, als ich was rumprobiert habe, was Gruseliges gesehen. Im Moment sehe ich allerdings nichts. Oder bin mir nicht sicher, ob ich sehe. Nee, das ist zwar irgendwie ein dunkler Schatten, aber das ist es nicht. Okay. Ich laufe ja nicht viel im Dunkeln rum, was den Augen verschuldet ist, den Kichernden. Aber die sind nicht das Einzige, wovor ich Angst haben sollte. Es gibt da noch ein, wie heißt das? Hide Behind heißt der, glaube ich. Der ist auch gruselig. Aber den habt ihr noch nicht gesehen. Den habe ich auch bisher erst einmal in der natürlichen, in seiner natürlichen Umgebung gesehen. Und ich bin mir auch nicht sicher, wie der sich verhält. Also, der ist, ich glaube, nachts in Wäldern anzutreffen. Vielleicht auch woanders? Ich habe ihn noch nicht woanders gesehen, außer in Wäldern und einen einzigen hier auf diesem Spielstand quasi in der Schlucht. Hier sind schon wieder zwei Blöcke. Warum kann ich denn manchmal auf die Blöcke nicht setzen? Aber wenn mir die Blöcke ausgehen, dann kann ich keinen setzen. Das verstehe ich. Jedenfalls habe ich den hier auf dem Spielstand beim Ausprobieren erst einmal gesehen und ich glaube, sonst habe ich den beim Rumprobieren mit den Modpacks oder mit dem Mod nur gesehen. Ich habe den, glaube ich, nur gesehen, wenn ich den mit einem Spawn, also absichtlich gespawnt habe. Was soll das? Hä? Was ist denn das? Ich verstehe das nicht. Irgendwas ist da. Ich kann da die Blöcke nicht setzen. Jedenfalls, ja, sehr gut gemacht. Sehr, sehr gut. Jedenfalls hätte ich euch den natürlich gerne gezeigt. Und ich wäre dann natürlich auch gerne wieder ausgerastet. Ihr wisst ja. Ne? Hilfe, Augen, Augen, Hilfe, 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 Augen. So, jetzt kommt da die Wand hin und wollen da nicht ganz groß. Ah! Ja, so ist das. Ich bin halt ein kleiner Schisser. Ihr müsst mich mal erleben, wenn es dann mit den Drachen losgeht. Wobei Drachen gehen ja noch. Denn wenn ich einen Drachen sehe, dann kommt der Maulwurf in mir zum Vorschein und dann verbuddel ich mich einfach und weg bin ich. Aber so Sea Serpents, die Mistviecher kommen ja einfach mal an Land. Die kommen ja hinterher. Seeschlangen, hallo, Seeschlangen. Aber die sind keine blub, 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 Wasserseeschlangen. Das sind, ich sehe dich, dann kriege ich dich, Schlangen, Seeschlangen. Versteht ihr? Fiese Viecher, sage ich nur. FV, fiese Viecher. Habe ich denn das Ei her?
nämlich damals zu nah am Zaun gewesen. Und schon habe ich vergessen, was ich tun wollte. Eins, zwei, so. Wie viel habe ich davon? Ja gut, das reicht dann auch vor nicht. Genau so habe ich mir das nämlich vorgestellt. Na gut. Die Steine werden mal wieder nicht reichen. Aber das ist halt so bei mir. Ah, irgendwo will ich dann noch rein. Ja, da muss ich schauen. Ich ziehe jetzt zuerst. Jetzt zuerst die Mauer hoch und niemand hat vor, eine Mauer zu errichten. Zieh zuerst die Mauer hoch und dann schau mal weiter. Ich wollte heute eigentlich was komplett anderes machen. Ich wollte hier weder aufschütten, damit ich den Weg machen kann, noch wollte ich einebnen, noch wollte ich wollte was komplett anderes machen. Ich wollte mich eigentlich um die Bären- und Fuchshöhle kümmern. Aber irgendwie hat mich das jetzt so fasziniert und mitgerissen. Ich jetzt die Mauer so. Ja. Ich überlege mir hier vielleicht noch Deko. So blank will ich das nicht lassen. Hat eigentlich doch ganz gut gereicht. Ich habe mich schon gewundert. Entschuldigung. Ich habe mich schon gewundert, was hier so dampft. Aber Kessel, ja, macht Sinn. Kessel mit Wasser drin dampft. Ja, ja, ja. Man wundert sich halt einfach, wenn in Minecraft mal was Sinn macht. So. Und schon haben wir hier... Es wird schon wieder Nacht. Vielleicht mache ich das so. Das sieht vielleicht so doch hübscher aus, oder? Ich meine, hier kommt ja eh eine Brüstung hin. Und der Baum kommt nicht weg. Der Baum kommt nicht weg. Ich meine, ich kann nichts versprechen, aber eigentlich soll er nicht weg. No! Entschuldigung, Panik. Gleich ins Licht laufen, Türen zu, so. Türen zu, so. Ich habe es noch gar nicht als so dunkel empfunden. Warum sind die denn schon da? Entschuldigung, muss das sein. Ich wollte dann nur so den Weg dann so machen. Und wie ich den dann so reinmache, weiß ich noch nicht. Schauen wir mal, dann sehen wir schon. Das finde ich nämlich hässlich, wenn dann hier die Wand ist und dann ist unten halt so ein bisschen Dirt noch. Das mag ich nicht. Und deshalb muss da die Mauer bis nach unten gehen. Jetzt haben wir es erfasst. Sag nichts. Ich weiß, dass die nicht reichen. Sag nichts. So, dann lasst uns mal sehen. Ich könnte hier... Ich muss ja nicht... Ich stehe hier vor einer großen, hässlichen Wand. Ich habe jetzt mehrere Möglichkeiten. Pass auf. Ich könnte rechts und links Säulen machen. Das Ganze so ein bisschen mystisch aufbauen, wie so ein Altar. Bin mir nicht sicher, ob ich das will. Dann könnte ich hier so einen Durchbruch machen.
Und das so ein bisschen wie verfallen aussehen lassen und so eine Grotte reinmachen mit Ranken und Laubblöcken und vielleicht ein bisschen Wasser. Dann könnte ich mir, wenn ich das tue, tatsächlich auch einfach den Wasserfall mal sparen und ich mache den Wasserfall quasi innen rein. Ich glaube, das ist gar keine schlechte Idee. Schauen, wie hoch. So. Oder? Dass man da so rein kann. Vielleicht ein bisschen höher. Überall eins höher. Ja, aber mehr sollte es dann nicht sein. Aber das finde ich gut, das finde ich gut. Da mache ich jetzt mal eins rein, damit ich nicht vergesse, was ich hier ursprünglich machen wollte. Denn ich bin ein Hirnwürstel. Und wenn ich hier in der nächsten, übernächsten, überübernächsten Aufnahme mal reinschaue, denke ich mir so, was wollte ich hier eigentlich machen, dass ich hier einfach was weggegraben habe? Oder dass ich die Mauer nicht fertig gemacht habe. Dann denke ich, ach, ich habe die Mauer einfach nur nicht fertig gemacht, mach die Mauer dann fertig, mach wieder zu und denke mir, es sieht aber hässlich aus, dass hier nur eine glatte Mauer ist. Versteht ihr? So. Ja. Ich mache hier eine Treppe hin. Ich wollte hier. Irgendwie waren mir die zwei oben zu wenig. So. Kannst du ein bisschen zurückgehen? Noch ein bisschen, noch ein bisschen, noch ein bisschen. Gut. Ich mache hier einen großen Blumenstock hin. Oder hier. Ich weiß nicht. Keine Ahnung. Manchmal sieht das am Anfang komisch aus und man denkt sich so, nee, es wird einfach überhaupt nichts. Und dann entwickelt sich das von alleine und man denkt so, ja, vielleicht, vielleicht doch. Und zum Schluss sieht es dann gut aus und man hat keine Ahnung warum. Soll ich gleich noch einen Baum pflanzen hier irgendwo? Also der würde wegkommen. Der Baum würde ja eh wegkommen, weil ich Bananen dann ja nicht mehr brauche. Ich könnte hier den großen Baum hinmachen. Oder? Oder ich mache den großen Baum hier hin, dass wenn ich aus der Haustür komme, hier runterkomme, gleich mal hier ernten kann und mache hier Picknickplatz und so hin. Im Moment kommt mir der Platz noch zu klein vor, aber wenn man dann mal dabei ist, dann geht's, oder? Vielleicht möchte ich genau hier einen Baum haben. Ich glaube nicht, dass ich das hier noch brauche. Ich habe genug Setzlinge, wenn ich mich nicht irre. Hui. Es war eine wirklich gute Idee, das Netherportal hinter eine Tür zu packen. Wenn ich an die Viecher denke, die da aus dem Nether rauskommen könnten. Ekelhaft. Ach, übrigens, rauskommen. Diese Moskitos habe ich inzwischen erfahren, wo mich mal eins hier rausverfolgt hat. Wenn, wie war das jetzt genau? Wenn eine Fliege durchs Netherportal fliegt, dann wird die zu diesem Moskito. Und hier fliegen ja viele Fliegen rum. Also, kann ich nicht brauchen. Lasst mich gucken. Lasst mich gucken. Ich würde so gerne ein Weizenfeld weitermachen. Ich glaube, ich mache ein Weizenfeld weiter. Da brauche ich wieder. Da brauche ich vor allem außen rumlaufen. Ist immer gut, den längsten Weg zu nehmen. Dann hat man viel Zeit nachzudenken, ob man nicht irgendwas vergessen hat. Ich meine, ich vergesse trotzdem was, weil als Hirnwürstel, ich bin ja schon seit Jahren Hirnwürstel, ich bin ja quasi Hirnwürstel Pro, hat man trotzdem was zu vergessen, auch wenn man vorher ganz genau drüber nachgedacht hat und eine Liste geschrieben hat. Und am besten vergisst man es dann, obwohl es auf der Liste steht. Ich will das jetzt nicht mitnehmen. Vielleicht könnte ich hier jetzt so ein kleines Lagerhaus machen, so ein kleines Silo, und dann kann ich da meine ganzen Essenssachen, die ich halt einfach nicht zu Hause brauche, weil ich sie eh nicht esse,
könnt ich das dann hier bunkern? Das wäre. Wisst ihr was? Ich meine, ich habe nicht vergessen, ich will da die Schneekugel mit den Bienen drin haben. Aber hier. Ich meine, eine Windmühle hätte mir gut gefallen, aber so eine Wassermühle wird hier natürlich gute hinpassen. Würde gute hinpassen. Aber ich habe noch nie sowas gebaut. Also ich weiß echt nicht. Es soll ja gut aussehen. Es soll ja natürlich aussehen. Werde ich vielleicht mal vorbauen müssen. Dann könnte ich da ein kleines Silo dazu packen. Oder ich mache da oder hier oder da oder dort oder wo auch immer eine Wassermühle hin. Und da oben noch zusätzlich eine Windmühle. Ich meine, sagt ja keiner, dass ich nicht beides haben darf, oder? Eine Windmühle? Windmühlen habe ich schon gebaut. Also da würde ich mir zutrauen, dass ich da was fabrizieren kann, was einigermaßen aussieht. So. Immer schön lecken. Sehr gut machst du das, Surfer. Sehr gut. So, ich will jetzt eigentlich gar nicht so viel Platz hier noch wegnehmen, aber irgendwie dachte ich mir, wäre es schicker, wenn das hier noch so ein bisschen näher an der Stiege ist. Gut. Ich meine, das Wasser hier, also hier werde ich nicht mehr viel Wasser setzen können, weil es halt eben ist. Das macht aber nicht unbedingt was. Entweder setze ich dann trotzdem Wasser und setze da dann einen Deckel drauf. Dann ist halt, ja, oder ich setze halt einen Deckel drauf. Und da, wo der Deckel ist, lasse ich einfach frei. Oder ich mache eine Laterne hin. Oder ich mache eine Vogelscheuche hin. Dann setze ich meine Krähen, wenn ich die später mal habe, alle auf die Vogelscheuche. Denn Krähen haben keine Angst vor Vogelscheuchen. Sowas muss man halt einfach irgendwann akzeptieren. Krähen haben keine Angst vor Vogelscheuchen. Die sind einfach zu intelligent. Irgendwann haben sie raus, okay, das ist zwar da, das ist auch vielleicht doof für die, aber es geht keine Gefahr aus, also können wir da hinfliegen und uns draufsetzen und es macht ja nichts. Ich habe dann mal gelesen, was auch hilft, ist, wenn es glitzert und sich bewegt, dann könnte man zum Beispiel so alte CDs nehmen, die man nicht mehr braucht, oder DVDs, und die aufhängen. Die werden ja dann vom Wind doch ein bisschen bewegt und glitzern. Also, die Krähen bei uns im Garten waren davon überhaupt nicht beeindruckt. Die haben sich tatsächlich bei uns die Fische aus dem Teich geholt. Und als die Krähen endlich mal weg waren, ihr glaubt es nicht. Ich meine, es ist faszinierend und schön und doch traurig. Als die Krähen endlich weg waren und unsere Teichfische in Ruhe gelassen haben, ist ein Graureiher gekommen und hat einfach leer gemacht. Die armen Fische, und wir haben halt dann keine Fische mehr im Teich gehabt. Andererseits, ein Graureiher bei uns. Voll krass. Ich meine, wann sieht man schon noch Reiher? Also, das ist. Wow! Hallo, magst du mich begleiten? Nein, lieber nicht. Ich brauche jetzt. Ich habe doch irgendwo meine Hacke gehabt. Oder. Ach, die Hacke hatte ich ja mitgelöscht. Die Hacke wurde mitgelöscht mit meinem Inventar. Apropos Inventar, bevor ich es vergesse. Ich habe zwar überall Mending drauf. Aber ihr seht ja, es nutzt sich trotzdem ab. Ich bin so dumm. Ich habe ganz vergessen, dass ich da ja noch die Ringe drauf craften muss. Ich glaube, das mache ich mal eben. Ich würde jetzt jedem Werkzeug was Eigenes geben. Tatsächlich. Das ist albern. Ich brauche die Dias noch. Ich würde meinem Schwert einen Saphir geben. Da habe ich vielleicht schon was. Aquamarin hätte ich. Was habe ich hier? Ametrin. Meiner Axt würde ich einen Peridot geben. Meiner Spitzhacke gebe ich einen Turmalin. Nein, den Turmalin gebe ich meiner Schaufel. Meiner Spitzhacke gebe ich
Portal. Warum eigentlich nicht? Und dann brauche ich 3, 6, 9, 12 Nuggets. So. 1. 2. Ich glaube, ich muss das mal dabei lassen, sonst weiß ich nachher nicht mehr, für wie ich das geplant hatte. 3. 4. So. Dann geht's hoch an die an den Smithing Table. Der ist jetzt da drin, oder? Oder habe ich den woanders? Ach, den habe ich. Ein Würstel. Moment. Was tun Sie da? Wollen Sie lieber da oben sein, da von mir aus? Oh. Ja, ist okay. Dann machen wir es so. Na. Das klären Sie jetzt mal schön mit Sie selbst. Nein, da brauchen Sie gar nicht jammern. Ich habe andere Probleme. So, nein. So. Das kostet auch gar keine Level, ne? Gut, jetzt werden die nämlich wieder leveln, die Werkzeuge. Ich habe ganz vergessen. Es waren ja nicht nur die Werkzeuge und mein Schwert weg. Es sind ja auch die ganzen Level weg, die ich da schon gesammelt hatte. Aber jetzt können die wieder leveln. Ich will nur 2, danke schön. Mir ist nämlich beim Farmen, also der Vergangenheits-Terry, der Farming-Terry ist aufgefallen. Warum repariert sich das nicht von selber? Es ist doch Mending drauf. Ja, weil die Ringe von James und Schulz nicht dabei waren. Und deshalb habe ich keine Level bekommen durchs Arbeiten. Und deshalb hätten sich meine Sachen halt irgendwann doch abgenutzt. Ja, so ist das. Aber ich meine, ich habe es ja noch rechtzeitig gemerkt. Und das repariert sich jetzt bestimmt, auch wenn es schon angenudelt ist. Aber ich meine, ich habe James und Jules nur dazu genommen, weil ich mag halt Glitzerzeug. Wisst ihr, ich mag voll gerne Glitzerzeug. Und ja. Deshalb habe ich das mal draufgenommen, dass das dann auch noch so geniale Effekte auf die Sachen hat und dass man dies überhaupt, ich meine, ich habe es wirklich nur wegen der Edelsteine dazu getan. Ich habe nicht gedacht, dass man irgendwas damit machen könnte. Ich muss das sofort anpflanzen, weil das ja sonst trocken ist und dann... Jedenfalls, James und Schulz war wohl für die 1.7.10 schon da und hat da auch Rüstungsteile gehabt. Das hat es jetzt leider nicht mehr. Aber ich finde das mit dem Werkzeug und so auch schon ziemlich cool. Und ziemlich OP. Wenn du dir überlegst, sobald du Mending drauf hast, können die Sachen eigentlich nicht mehr kaputt gehen. Weil du ja mit jedem Mal, wo du das benutzt, schon Erfahrung bekommst und das auf das Werkzeug drauf geht und dann quasi alles repariert wird. Und zusätzlich, ich weiß nicht, ich muss euch das mal bei Gelegenheit zeigen, wenn ich ein paar Sachen schon aufgelevelt habe, was dann noch alles dazu kommt. Mache ich das hier bis zum Schluss? Ich mache es vielleicht, ich wüsste was, ich mache das vielleicht gar nicht bis zum Schluss. Da kommt jedenfalls noch eine ganze Menge dazu. Die Werkzeuge gehen dann weniger schnell kaputt. Ich meine, das ist mit Mending und Unbreaking und so eh schon krass. Aber da kommt halt noch mal was dazu. Ja, und die Rüstung, also ich habe die Mod in der 1.7.10 nicht ausprobiert, aber die Rüstung sah halt echt nett aus. Du bist schon Glitzerzeug. Terry und Glitzerzeug. Also zuerst kommt Schokolade, da kann ich nicht widerstehen, und dann kommt Glitzerzeug. So.
wieder ein bisschen was machen. Da ist es nämlich schon wieder weg gewesen. So. Und dann würde ich sagen, 1, 2, 3, 4. Ich würde es aber hier machen. Und dann würde ich die Vogelscheuche 1, 2, 3, 4. Nee, ich würde sie aber eher hier hinsetzen, die Vogelscheuche. Und dann wird hier auch nochmal Wasser reinkommen. Jetzt erstmal das ums Wasser herum, wo ich weiß, dass ich nicht darauf achten muss. Weil die Felder da nicht kaputt gehen. So. Und dann wird sie vom anderen schon wieder abgedeckt. Und die Samen, die reichen jetzt eh noch nicht. Aber ihr seht, wie groß das Weizenfeld dann hier wird. Das finde ich richtig gut. Ah, wie ist das schön. Felder pflügen und dabei kühle Füße bewahren. Sehr schön, sehr schön. Ja. Eigentlich will ich jetzt hier nicht unbedingt alles umpflügen. Hier müsste ich auch ich hätte eine aus dir machen sollen, dann bekommt man doch dieses Achievement. Oder bekommt man es inzwischen noch mit der Netherite-Hacke. Ich glaube, man muss das inzwischen so ganz komplett hardcore machen. Ich hatte mal eine Dia-Hacke, die hatte Unbreaking und Mending drauf. Ich habe die aber tatsächlich gut gebraucht, also da habe ich viele Felder gemacht damit. So, fertig, ich mag nicht mehr. Wobei, wie viel hast du noch? Na komm. Ich laufe jetzt lieber außenrum. Normalerweise sollte ich durchs reine drauffallen, keine Felder kaputt machen. Aber. Und hier komme ich dann wann anders her. Ich mag jetzt nicht mehr. Ich habe jetzt meine. Meine Pflicht getan, jetzt ist wieder gut hier. Ja, sieht cool aus. Das quält mir, wenn dann alles mal gelb ist, golden ist. Und ich weiß, dass ich hier unbedingt öfter mal ernten wollte, weil ich Papier brauche. Ich weiß aber nicht mehr, wofür ich das Papier brauche. Und das war was, wo ich mir gedacht habe, ja, da wirst du richtig, richtig viel Papier brauchen. Es waren keine Bücher. Oder waren es Bücher? Aber dann bräuchte ich Leder auch und an Leder habe ich nicht gedacht. Was natürlich nichts heißen muss. Vielleicht habe ich einfach nicht an Leder gedacht. Also, ich könnte auch Wasserläufe auf meine Schuhe machen. Denn es wird jetzt gleich gekichert. Pass auf. Denn dann wäre ich hier ein bisschen schneller unterwegs. Andererseits hatte ich ja Frostwalker deshalb haben wollen, damit ich im Nether auf die Magma-Blöcke steigen kann. Ich brauche zwei Rüstungen. Ich brauche eine für Nether und so Gedönsrad und eine fancy für normal in der Weltgeschichte rumlaufen. Ich meine,
Spätestens, wenn es dann ernst wird und es um die Drachen geht, dann kann ich dann kann ich die Rüstung, die ich jetzt habe, vergessen. Ah, ist das nicht schön? Strecken. Strecken morgen. Ah. Ja, das hast du dir aber so gedacht, ne? Nee, 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 nee. Ich müsste mal eine automatische Eier. Hösüger. Ich müsste mal eine automatische Eierfarm machen. Aber dann wird gleich wieder geschrieben. Das ist Tierquälerei. Ah, ich, wisst ihr was? Ich sollte hier vielleicht mal ernten. Ich esse jetzt zwar immer nur Brot, aber eigentlich könnte ich auch mal richtig schön kochen, wenn ich hier schon die ganzen Sachen habe. Man kann tolle Sachen kochen. Ich ernte jetzt die Sachen, ohne Platz zu haben. Ich bin, ah, ich bin so furchtbar intelligent. Das tut weh. Es tut so weh. Hoffentlich habe ich Zeit. Ja, hoffentlich habe ich Zeit. Hoffentlich habe ich Platz. Also die zwei Sachen sollten da hinten reinpassen, oder? Jetzt machen wir das so. Und wo hatte ich? Ich glaube, ich hatte hier drin, oder? Hier drin? Hier hatte ich es drin, die Baumwolle. Da brauche ich gar keine Schafe mehr. Das finde ich praktisch. Obwohl ich gerne. Ich möchte später einen Stall haben, wo halt von jedem der Tiere zwei drin sind, damit ich sie vermehren kann, wenn ich mal viele brauche. Aber Schaf brauche ich nicht unbedingt. Ich meine, wenn ich Fleisch haben will, dann bräuchte ich Tiere. Dann könnte ich natürlich auch Schafe gebrauchen. Ich meine, es hat sich ja schon, glaube ich, rauskristallisiert, dass ich keine Vegetarierin bin. Ich mag Fleisch wirklich gern. Aber. Sowas. Wie sieht denn das hier aus? Was? Hä? Und ich soll das vergessen haben? Wirklich? Aber ich finde es natürlich nicht richtig, wie die Tiere teilweise gehalten werden. Und wir haben. Ich meine, jetzt wohne ich nicht mehr so nah dran, aber. Für gelegentlich geht's. Wir haben hier einen Biobauern, da kann man sich auch wirklich anschauen, wie die Tiere gehalten werden. Was ich echt gut finde, also die haben halt wirklich noch Platz und Weide und können sich auch wirklich bewegen. Und wie sieht's denn hier aus? Was? Was? What? Was? Was? War das ich? Ich war das nicht. War ich das? Ich habe, nein, 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 ich habe Mob Griefing aus. Das kann nicht ich gewesen sein. Wie sieht's hier aus? Hier sieht's aus, als wären ein paar Creeper explodiert. Das war doch noch, das war doch vorher nicht so. Ich bin hier doch schon öfter vorbeigekommen. Das war doch noch nie so, oder? Das sieht ja aus wie Kraut und Rüben. Jedenfalls, ich habe da öfter mal eingekauft. Also nicht nur Fleisch im Sinne von jetzt Rindfleisch, sondern auch Wurst. Die Sachen schmecken halt komplett anders. Die haben Geschmack. Ich glaube, ich muss es sagen. Die haben Geschmack, die schmecken nach etwas. Weil das, was man jetzt so beim Discounter kriegt, das schmeckt relativ neutral. Ich weiß auch nicht, warum ich hier jetzt rumschwimme. Ich könnte mal herausfinden, ob ich denen das irgendwie abnehmen kann, was die da haben. Ich meine, gut, ein Papier. Das wäre so lustig, wenn die einen Brief im Schnabel hätten und in dem Brief tatsächlich was drin steht. Das muss ja nichts Wichtiges sein, aber einfach nur so als Gimmick. Das wäre da so cool. So mit so einem kleinen roten Wachssiegel drauf. Ja. Aber jetzt habe ich hier Steak gesagt und jetzt stelle ich mir das halt vor, weil das ist halt was Leckeres. Naja. So, ich weiß nicht, wo ich jetzt hier hinschwimme. Irgendwie wollte ich ein bisschen was von der Landschaft sehen. Das ist natürlich jetzt nicht so interessant für euch, außer ich erzähle von toten Tieren. Es tut mir leid.
Aber bei mir wird ja jetzt nicht so direkt geschlachtet. Nur Tiere, die in freier Wildbahn eh glücklich gelebt haben und die ich nicht persönlich kenne. Es hört sich so schlimm an, ich weiß es ja. Ich höre jetzt auf mit dem Thema. Themawechsel. Heute hat es viel geregnet, das war sehr schön. War ich hier schon? Mir kommt das alles so fremd vor. Bei uns hat es heute geregnet und es war kühl und es war so schön. Also irgendwie mag ich zwar schon warmes Wetter, wenn man dann rausgehen kann und an See und baden und so. Aber wenn ich mich entscheiden müsste für den Rest meines Lebens, entweder Sommer zu haben oder Winter, dann würde der Winter auf jeden Fall gewinnen. Ich bin einfach ein wandelnder Ofen. Ich bin selber die ganze Zeit so heiß. Oh Leute, ich bin so heiß, dass ich echt kein warmes Wetter möchte. Wisst ihr, was ich kurz probieren kann? Ja, ich hab gesagt, ich fange nur einen, wenn ich ihn sehe. Ah, hier ist es so tief. Und ich weiß, ich habe auch noch keine Potions gemacht oder so, aber irgendwie, jetzt bin ich hier vorbeigekommen, jetzt dachte ich guck mal schnell, ob ich einen Blobfisch finde. Man sieht hier gerade auch relativ gut. Die sind grau, die sieht man relativ schwer. Aber jetzt so mit dem hellen Sand als Untergrund könnte ich die vielleicht einfacher sehen. Und die sind meistens irgendwo am Grund unten. Jetzt will ich aber nicht zu tief, weil wenn ich dann auftauchen muss und das nicht rechtzeitig stand. Oder es laggt, dann ersaufe ich halt einfach mal. Ja, ich bin ja schon da. Das ist ja alles gut. Ich guck doch nur. Ich weiß nicht, wie tief die unten sind. Ich habe die gelegentlich auch schon mal weiter oben gesehen. Vielleicht kommt es aber auch aufs Biom an, wobei das hier ist ja ein ganz normaler Ozean, da sollten die eigentlich schon da sein. Da ist der warme Ozean. Vielleicht sind sie nicht im warmen Ozean, das weiß ich nicht. Und vielleicht brauchen die eine Zeit, bis sie spawnen. Das kann natürlich auch sein. Da ist einer! Oh, jetzt aber schnell. Und schnell nach oben. Ja, komm schon. Seht ihr den? Den kleinen rosa Haufen in meinem Kübel. Ja, der kommt jetzt zu Hause zu dem einsamen Tropenfisch, damit die nicht alleine sind. Aber ihr habt doch gesehen, wie dunkel der war. Jetzt ohne Nachtsicht oder Gamma-Cheat oder Unterwasseratmung bringt mich, glaube ich. Nee. Unterwasseratmung bringt auch ein bisschen Helligkeit. Also von oben, wenn das so tief ist. Boah, da könnte jetzt einer sein, oder nicht? Ja. Ja. Guck mal, was ich hier hab. Was heißt hier, nö, wende dich doch nicht einfach ab. Das ist unser neuer Freund. Da guckt man nicht weg. Entschuldigung, der hat auch seine Probleme. Der hat wahrscheinlich gedacht, ich guck weg, sonst will ich den noch fressen. Hast du auch was gefangen? Nee? Okay. Ja, wir haben einen Blobfisch. Wir haben einen Blobfisch. Und ich glaube, dass das wie mit. Leute, ihr wisst, wenn ihr ins Wasser fliegt, sterbt ihr. Lasst es doch. Es tut mir leid, sie ziehen mich magisch an. Ich kann nicht anders, als zu ihnen zu gehen. Ich habe keine Leine da, sonst würde ich. Ach nee, die kann man nicht anbinden. Vielleicht kann man sie aber anketten mit dem von Ice and Fire, mit der Kette. Die kann echt viel. Die kann viele, viele Viecher, viele Mobs, wie soll ich sagen, bändigen, was die normale Minecraft-Leine nicht kann. Wie komme ich jetzt hier wieder rum? Oh, Blümchen. Ja, hallo.
Blobfisch. Ich freue mich so. Ich freue mich so, dass wir jetzt einen Blobfisch haben. What? Ich habe es kichern hören. Ich habe es genau gehört. Ich weiß nicht, ob ihr es gehört habt. Es war sehr leise, aber ich habe das Kichern. Ich bin mir. Ich kenne das. Weg. Ich bin da sehr sensibel für. Ich kenne das Kichern auf jeden Fall weg. Es ist zu spät. Ich hätte früher nach Hause gehen. Was heißt früher nach Hause gehen? Ich habe ja den Blobfisch gefangen, aber. Jetzt muss ich hier durch den dunklen Wald. Ich bin noch nicht Rotkäppchen. Wie die Bananen da oben leuchten. Die Bananen leuchteten ihr den Weg. Da wäre besser, wenn ich da schon Weg hätte. Pass auf, Junge. Und schwupps. Ah. Dann war's das für heute. Ich wünsche euch wie immer einen wunderschönen Tag und bis zum nächsten Mal. Bye bye.